Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb mit den Schwerpunkten Ackerbau, Schweinemast und Biogas. Angebaut werden Winterweizen, Wintergerste, Winterraps, Silomais und Zuckerrüben. Die erste Stickstoffgabe erfolgt einheitlich über die Gärreste der betriebseigenen Biogasanlage. Die zweite und dritte Stickstoffgabe erfolgt teilflächenspezifisch mit Hilfe des Kropfsensor Isaria. Wir befinden uns hier im Winterweizen. Die Sorte ist Tobak. Das aktuelle Entwicklungsstadium ist 51 zum Zeitpunkt des Ehrenschiedens. Wir wollen euch nun einmal zeigen, wie wir die letzte Gabe mit dem Kropfsensor Isaria ausbringen. Der Kropfsensor ist ein aktiver Pflanzensensor zur Bemessung der richtigen Düngergabe in verschiedenen Kulturen. Hierzu nutzt er sowohl Informationen über den aktuellen Versorgungszustand der Pflanzen als auch über deren Biomasse. Das System kann auf verschiedenste Arten eingesetzt werden. Für den hier geplanten Einsatz wird idealerweise das sogenannte Isaria-Düngemodul genutzt. Hierbei handelt es sich um ein absolutes Düngesystem. Es erfordert keine Kalibrierung auf dem Feld, sondern lediglich die Eingabe relevanter pflanzenbaulicher Parameter. Die Bedienung kann über alle gängigen ISOBUS-Terminals erfolgen. Das Isaria-Modul benötigt als Grundlage die Angabe von Fruchtart, die Verwertungsrichtung des Weizens, das aktuelle Entwicklungsstadium und das der nächsten geplanten Düngung. In diesem Fall handelt es sich um die letzte Düngergabe, deshalb wird die nächste N-Gabe auf EC99 gesetzt. Außerdem wird der Zielertrag, der einem realistischen Durchschnittsertrag entsprechen sollte, eingegeben. Zudem kann noch eine mögliche Stickstoffnachlieferung aus dem Boden berücksichtigt werden. Mit diesen Informationen ist das System in der Lage, automatisch aus den gemessenen Werten die richtige Menge an Düngemittel zu kalkulieren. Eine weitere Besonderheit im Isaria-Düngesystem ist die Map-Overlay-Funktionalität. Der Landwirt hat hier die Möglichkeit, zusätzlich historische Daten, wie beispielsweise Ertragskarten, Bodenfeuchtekarten oder EM38-Messungen, in Form einer Ertragspotenzialkarte mit einzubeziehen. Je nach den betrieblichen Gegebenheiten kann die Datengrundlage individuell bestimmt werden und bei Bedarf auch als professionelle Dienstleistung ausgeführt werden. Die Potenzialzonen korrigieren automatisch den im System eingegebenen Zielertrag, je nachdem, in welcher Zone sich die Maschine aktuell befindet. Typischerweise reichen die Zonen von 70 bis 130%. Die Ertragspotenzialkarte lässt sich einfach mit einem vorgeplanten Auftrag verknüpfen und somit an den Sensor übertragen. Die Aktivierung erfolgt im Isaria-Düngesystem. Im Arbeitsmenü lässt sich bei aktivierter Ertragspotenzialkarte die aktuelle Potenzialzone permanent ablesen. Durch dieses intelligente System werden alle relevanten Parameter, die neben dem aktuellen Ist-Zustand auf dem Feld von Bedeutung sind, berücksichtigt. Nur so ist eine ideale Verteilung von Düngemitteln möglich und der Dünger wird exakt dort ausgebracht, wo er von den Pflanzen benötigt wird und effizient umgesetzt werden kann. Dies spiegelt sich auch in den dokumentierten Messwerten des Sensors wider. Die Bedienung über ein Terminal ist einfach gehalten. Die aufgezeichneten Daten entsprechen exakt der vorliegenden Bestandsentwicklung. Das unterstreicht unser Vertrauen in das System.